Das gibt auch gestern, wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten noch festgestellt. Du machst zum Beispiel auch so wie ich, dass du sagst, du hast eine bestimmte Trading-Kontogröße, die tradest du jetzt und dann nimmst du, fährst du das immer wieder auf diese Standardgröße runter. Genau. Ja? Und viele Neueinsteiger denken immer in Zinseszinseffekt. Also sie sagen, du machst jetzt ja, fängst mal mit 10.000er Konto an, du machst 20% im Jahr und dann machst du das ja darauf wieder 20% und wieder und wieder und wieder. Und dann reicht, ich habe das früher auch gemacht, da hast du hingeschrieben, was kommt dann so raus, wenn du das immer so weitermachst. Aber irgendwann ist es halt tatsächlich so, dass du, dass glaube ich die 20% auch nicht das Problem sind, aber dass du ab einem bestimmten Punkt einfach sagst, ich handle dann diese Kontogröße nicht mehr so. Sondern dass du sagst, okay, ich jetzt, das ist meine optimale Tradinggröße. Und den Rest nehme ich dann raus und investiere so irgendwie in Immobilien oder langfristige Anlagen oder was auch immer. Ne? Also ich finde, am Anfang funktioniert das sehr gut, deswegen kann man das am Anfang auch relativ gut machen, wenn man sagt, naja gut, wenn ich 20% pro Jahr mache, dann kann ich alle 4 Jahre mein Kapital verdoppeln. Das funktioniert ja recht gut, bis zu einem bestimmten Punkt halt, weil irgendwann kommt auch mal der Punkt, wo man diese Summen gar nicht mehr in den Markt vielleicht hineinbekommt, indem man aktiv ist. Also wenn ich überlege, ich habe ja angefangen, sehr viel in Nebenwerten zu handeln, als ich 1996 angefangen habe. Da war zwar die Telekom meine erste Aktie, was ein Riesenunternehmen war, aber in den Monaten danach habe ich dann doch angefangen, eher in kleinere Unternehmen zu investieren. Und da ist natürlich das Problem, je mehr Geld man hat, desto schwieriger wird es da eigentlich einzusteigen und noch schwieriger auszusteigen, weil in dem Moment, wo ich rausfinde, sagen wir mal mit 100.000, 200.000 aus so einem kleinen Unternehmen, dann fällt der Kurs schon alleine deswegen, weil ich aussteige. Und das geht halt vielen Tradern so und deswegen ist es schwierig, je mehr Geld man hat, also gerade wenn es nachher noch größere Summen sind, dann in kleinen und mittleren Werten zu sein. Selbst in großen Werten ist es so, dass es dann schon schwierig ist, manchmal ein- und auszusteigen. Hat sich dein Money Management im Laufe der Zeit geändert? Also ich habe zum Beispiel, ist ja auch sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ich vor Jahren noch immer auch mal Positionen hatte, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Also Bauchschmerzen dahingehend, dass ich dachte, ah, wenn das jetzt schief geht, verlierst du dann doch viel Geld, aber es war noch okay. Und jetzt, mittlerweile habe ich das komplett runtergefahren, das heißt, ich handle mittlerweile so kleine Positionen, die zwar immer noch größer sind als damals, aber aufs Gesamtkonto gesehen viel kleiner sind, weil ich einfach sage, du kannst ja auch mit diesen kleinen Positionen in absoluten Zahlen eine Menge Geld verdienen und mir kommt es gar nicht mehr so darauf an, den letzten Prozentsatz jetzt daraus zu pushen. Hast du dein Money Management, also zumindest von den Größen geändert oder bist du immer noch so, dass du sagst, nein, ich habe es genauso wie vor 20 Jahren? Also das hat sich radikal geändert. Ich erzähle das auch eigentlich immer in jedem Workshop auch, als ich angefangen habe, war es eher so die Mentalität, die auch viele am Anfang haben, ja, ich sag mal, fast all-in so zu spielen, also immer das gesamte Kapital, was ich hatte, in einen Wert zu investieren und dann zu hoffen, dass es möglichst schnell 5% steigt, wieder zu verkaufen, in den nächsten Wert zu gehen. Das hat ja auch lange funktioniert, 3-4 Monate und dann kam plötzlich dieser Rückschlag, war eigentlich wieder genau da, wo ich angefangen habe. Und dann hat man so ein bisschen damit angefangen, dass man eben 2 Positionen hatte, aber kein richtiges Money Management, sondern einfach nur gesagt, okay, dann fahre ich halt mit 2 Positionen und man war aber trotzdem immer all-in im Markt. Und eigentlich erst nach diesem Crash 2000, 2001 habe ich dann angefangen mit Money Management, dass ich nicht mehr gesagt habe, es geht um die Positionsgröße, sondern wie viel bin ich bereit, von meinem gesamten Kapital pro Trade, den ich mache, zu verlieren. Mhm. Auch da wieder beispielsweise, wenn man jetzt 100.000 Euro nimmt und man sagt, man nimmt halt 1%, dann weiß man eben genau, okay, 1.000 Euro bin ich bereit für einen Trade zu verlieren. Und das habe ich dann eine ganze Zeit lang gemacht, habe dann aber festgestellt, dass es viel sinniger ist, das auf mehr Positionen zu verteilen. Mhm. Zum Beispiel im Aktienbereich kann man das ja sehr einfach machen, weil man findet ja sehr viele Aktien, die saubere Trends haben. Und einfach, okay, was hat da, sagen wir mal, ein ganz normaler Privatanleger, der nach Markttechnik, so wie du es machst, handelt, was wird der im Schnitt, im Durchschnitt, für wie viele Positionen wird er halten? Also ich denke, man sollte am Anfang nicht mehr als 2 bis 4 Positionen fahren, okay, gleichzeitig. Weil man hat gerade, wenn man anfängt zu traden, eigentlich damit genug zu tun. Gerade wenn man zu viele Positionen aufmacht und der Markt plötzlich dreht. Ich hatte noch letzte Woche ein Gespräch mit einem Kunden, der dann 6, 7 Positionen gleichzeitig auf hatte. Und da braucht nur eine Kleinigkeit passieren, so wie vor 14 Tagen, 3 Wochen, als wir das hatten mit der Türkei, als dieser Militär, der das Düsenjet abgeschossen wurde. Dann sind die Märkte plötzlich runtergekommen und dann sind plötzlich 7 Positionen im Brand. Und das tut dann plötzlich weh. Und deswegen müsste man reinwachsen in solche Sachen, dass man eben nur neue Positionen zubaut, wenn man eigentlich den Stop schon mal hart nachziehen kann. Das ist ja auch so, das sagen wir ja auch. Also ich habe auch manchmal 30, 35 verschiedene Positionen. Ich sage aber auch immer, wenn jemand anfängt, soll er halt 3, 4 Positionen nur halten. Weil das stimmt schon im Grunde. Und das Risiko verteilst du natürlich viel besser, wenn du sagst, du machst kleine Positionen dafür aus 10 statt 5. Genau. Aber du musst dich natürlich dann
die meiste Zeit läuft das auch gut aus. Es gibt immer mal die Situation, wo du sagst, jetzt muss ich mich auch plötzlich um alle Positionen kümmern. Und da sind halt zwei besser zu handeln als fünf oder zehn. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Grund, dass man es in diesen Situationen lernt, wie kann ich es handeln. Und dann kann man beim nächsten Mal, wenn die Situation kommt, vielleicht schon drei Stück handeln, anstatt nur zwei. Aber wenn man gleich am Anfang zehn hat, ist man wahrscheinlich überfordert. Ja, also ich sag mal, wenn du auf Tagesbasis handelst, dann ist es noch relativ simpel, auf vier und sechs Positionen zu handeln. Vor allen Dingen, wenn du schon im Gewinn bist und jetzt noch was nachziehen können. Mhm. Also das ist ja auch Teil von Money Management. Aber wenn du zum Beispiel Intraday handelst, dann ist es wirklich schwierig. Denn wenn du jetzt auf 5-Minuten-Basis bist und jetzt kommt eine Phase und du musst dich jetzt aus vielen Positionen verabschieden, dann musst du plötzlich umdenken. Und das bringt dann eigentlich Stress und den musst du eigentlich im Trading nicht haben, sondern sagen, okay, 2 bis 4 Positionen kann ich gut verwalten und sobald ich merke, ich komme in Stress, dann weiß man hat zu viele Positionen. Und dann sollte man einfach zukünftig sagen, okay, ich nehme einfach eine weniger und fertig. Okay. Also in Zukunft 4 bis 6 Positionen? Ja, also ich denke, 4 Positionen sind immer ganz gut. Genau, also dann machen wir 3 Optionspositionen und 1 Aktienposition. Nein. Manchmal 4 Aktienpositionen, manchmal 4 Optionspositionen, manchmal 2-2. Aber ich glaube, man merkt, es macht wirklich Sinn. Und wir haben es ja dieses Jahr auch am eigenen Leibe gespürt. Ich bei dir gelernt, du bei mir gelernt, dass es definitiv Sinn macht, diese beiden Dinge zu kombinieren. Also, dass man vielleicht gar nicht, man verdient auch ein bisschen mehr. Das ist immer ein positiver Effekt. Aber es glättet das Ganze halt vor allem. Also, das war so meine Haupterkenntnis, dass man viel entspannter handeln konnte, weil man wusste, wenn diese Marktphase kommt, kann ich mit dem jetzt reingehen, da kann ich so ein bisschen Verluste von dem ausgleichen. Und das war für mich das Beste, dass es so viel gleichmäßiger lief, viel stabiler lief. Also dass man einfach wirklich kontinuierlich einfach Geld verdient hat, indem man diese Dinge miteinander kombiniert hat. Also ich finde auch, also die Performance wird auf jeden Fall ein kleines bisschen besser werden, was für viele ja wichtig ist. Und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass man, wenn man zum Beispiel nur markttechnisch handelt, dass wir dann in den Seitwärtsphasen häufig das Gefühl haben, wir müssen was tun. Mhm. Und ja, dann sollten wir auch was tun, aber dann ist es vielleicht besser, eine Option zu schreiben. Das habe ich eben auch gemerkt. In diesen Phasen ist es halt viel einfacher, dann zu sagen, okay, ich schreibe Optionen, bevor ich jetzt gar nichts mache und sage, okay, dann nehme ich halt hier die 2-3% zusätzlich noch mit, die ich in dieser Phase machen kann. Vor allen Dingen, ich mache dann was, weil viele Trader haben ja wirklich das Problem, einfach mal eine Woche gar nichts zu tun. Mhm. Diesen Problem, das haben wir nicht. Also wir sind, glaube ich, alle beide lang genug dabei, dass wir auch sagen, mal eine Woche nichts machen, 14 Tage nichts machen, ist auch gut, oder? Perfekt ist das. Perfekt. Das ist das perfekte Schlusswort. Wir sehen uns wieder hier auf diesem Kanal, bei Mario auf dem Kanal. Euch alles gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Tschüss.